Professor Horst. Einfach nur Horst. Stimmt doch gar nicht. Brandt. Matthias Brandt ist sein Name, jedenfalls im wirklichen Leben. Wenn er vor der Kamera steht, nimmt man ihm aber fast alles ab. Ist ja auch sein Job und den macht er wahnsinnig gerne. Hast du Angst vor mir? Oft spielt er undurchschaubare Typen. Auch in dem Drama Die Frau, die im Wald verschwand, am Mittwoch im Ersten. Gratuliere, Sie haben gewonnen. Gewonnen? Ich? Wieso? Ich habe mit mir selbst gewettet, wer es länger aushält, dass Sie mich anstarren oder dass ich mich schlafen stelle. Und ich habe auf Sie getippt. Neben solchen geheimnisvollen Filmrollen spielt der jüngste Sohn von Willy Brandt auch immer noch gerne auf der Bühne. Aber manchmal ist Theater für ihn einfach nur zum Genießen. Hier sein Tipp. Wir stehen hier vor dem Deutschen Theater Berlin, mein Lieblingstheater in meiner Heimatstadt. Und ich würde vorschlagen, wir gehen einfach mal zusammen rein. Mitten im historischen Berlin ist das Deutsche Theater zu Hause. Der Grund, weshalb ich heute mit Ihnen hierher gekommen bin, ist ein, wie ich finde, ganz außergewöhnlicher Schauspieler, Samuel Finzi. Es schreit mir von Leiden von innen das Herz. Er hat hier in den letzten Jahren bedeutende Arbeiten abgeliefert. Und eine dieser Arbeiten würde ich Ihnen gerne vorstellen, die Perser von Aischylos. O persisches Land, Hafen des Reichtums, wie ist in einem Schlag zernichtet so viel Reichtum? Seit 2006 gehört Samuel Finzi zum festen Ensemble des Hauses. Wer Theater zum Hinschauen und Nachdenken mag, sollte die Vorstellung Ende Mai mit dem bulgarischen Schauspieler nicht verpassen. Samuel und ich haben leider nie zusammen Theater gespielt, aber ich hatte oft Gelegenheit, ihn unter anderem eben hier im Deutschen Theater sehen zu können und bewundern zu können. Ich finde ihn in seiner Fantasie, in seiner Konzentration, in seiner Kreativität, in seiner Musikalität ganz, ganz außergewöhnlich. Insofern kommt mein Kulturtipp von vollem Herzen, Samuel Finzi. Auf unserem Spaziergang durch Berlin entdecken wir die zweitliebste Leidenschaft von Matthias Brandt. Wenn ich nicht ins Theater gehe oder selber auf der Bühne stehe, Filme drehe, dann höre ich zum Beispiel sehr gerne Musik. Und da hat der Jazz immer für mich eine große Rolle gespielt. Und somit wären wir bei meinem zweiten Tipp für heute, dem Album For You des deutschen Pianisten Frank Chastenier. Normalerweise spielt Chastenier in der WDR Big Band. Matthias Brandt mag besonders sein Debüt als Solokünstler. Ich möchte es Ihnen sehr, sehr ans Herz legen. Ein Album, wunderschön, sehr poetisch, dominiert von leisen Tönen. Für mich wirklich ein in der Jazzszene ein absolutes Ereignis der letzten Jahre.